Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Heute Freitagabend und zu einem weiteren Teil unserer Reise in Australien. Welcome to the Australia 360 Tour. Ja, heute geht es unter anderem zu einem weiteren Ziel unserer Reise. Ich musste gerade sehr lachen. Und zwar geht es heute von Sydney nach Shell Harbour City als erstes, von Shell Harbour City nach Goulburn und von Goulburn nach Canberra in die Hauptstadt Australiens. Dazu wünsche ich euch einen wunderschönen Abend mit mir zusammen. Hoss, welcome, hello, hallo Hoss, danke für dein Follow. Und wir legen los, wir stehen hier in Australiens Küstenflughafen in Sydney, auf dem Sydney International Airport oder wie er ja richtig heißt, Kingsford Smith International Airport. Und wir fliegen heute mal wieder unsere Diamond DR-62 auf unserer Tour Richtung Canberra in die Hauptstadt Australiens. Ich freue mich darauf, mit euch heute zu fliegen. Ja, wir gehen mal ins Cockpit und bereiten unseren Flug vor. In dem Sinne. Na? Möchte nicht? Ah, doch, möchte. So, wir machen erstmal die Elektronik-Hauptschalter ein. Setzen auch das zweite Garmin, das G1000, in Kraft. Und führen erstmal die wichtigsten Tests durch. Ja, Flightplan ist schon eingegeben. Von Sydney nach Shell Harbour. Von daher brauchen wir da momentan nichts machen. Wir machen Wind Option. Heute ist ein bisschen ja, wechselhaft, wolkig. Eigentlich so wie in Deutschland, kann man fast sagen. Nicht gerade schön, aber es geht. Von daher, es ist ein wunderschöner Morgen in Australien. Uhrzeit müsste so um 4, halb 5 mittlerweile. Ja, kurz vor 4:30 ist es in Australien. Und genau. Das kann man dazu sagen. Wir fliegen VFR. Wir sind wieder live on WhatsApp. Und machen Windshield Protection on. So, wenn wir auf WhatsApp fliegen, heißt das, wir müssen uns erstmal auf Unicom connecten. Das wäre dann die 1-2-2.8. Und da sind wir auch. DME Nav1 ist on. Ja, was haben wir denn heute für ein Q&A oder beziehungsweise was haben wir für Wetter? Wir haben VFR-Bedingungen am Flughafen. Es sind 12 Grad Außentemperatur, relativ klar, leichte Bewölkung im Umkreis von Sydney. Und zwar in der Botany Bay, also hier im Hafen und weiter südlich, sind Gewitterzellen unterwegs. Es zieht auch ein Gewitter von, ja, von der Tasmanischen See hier rein. Deswegen müssen wir so zusehen, dass wir hier wegkommen. Südlich von Canberra ist ein ordentliches Gewitter unterwegs. Da sollten wir auch auf keinen Fall reinfliegen. Aber von Sydney bis nach Wollongong, Shell Harbour, also in der Nähe von Wollongong, südlich von Sydney ist das, wo sich unser Flughafen befindet, ist es im Moment klar. Da ungefähr 100 bis 150 nautische Meilen weiter südlich. Dagegen ist gerade die Hölle los. Wenn wir Richtung Canberra fliegen, ich hoffe nicht, dass sich das Gewitter dahingehend ausbreitet. Momentan sieht es so aus, als wäre es Richtung Melbourne unterwegs. Es könnte Canberra streifen. Also es könnte richtig unangenehm werden auf den Flug Richtung Canberra in die Hauptstadt. Und ich hoffe, dass wir da noch rechtzeitig dann heute Abend ankommen. Ohne da großartig Probleme zu bekommen. Ja, mir sagte 12 Grad Außentemperatur, das passt.
Wir waren beim Wetter stehen geblieben. Also, wir haben 15 Knoten aus 270 Grad. Das heißt für uns, wir starten auf der Runway 34 Left, haben dadurch einen etwas längeren Taxiway vor uns dann. QNH 2994, das können wir schon mal eindrehen. 2994 ist set. Das machen wir genauso hier beim Alternate Barrel Set and Checked. Ja, Fuel. Wir müssen mal gucken, was haben wir denn an Fuel? Wir müssen, oder wir machen ein bisschen mehr rein hier. Wir machen auch ein bisschen Passagiere rein. Wir nehmen heute mal 80% mit an Fuel. Das sollte passen. Wir gehen auf eine Flughöhe von 4000 Fuß. Für die Departure, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Uiuiui. Haben wir dann gleich noch die entsprechenden Daten. Ja, das passt soweit. Das passt auch soweit. Wir machen hier nochmal kurz die Cabin. Was ein bisschen doof ist bei den Kamerasichten, ich muss dann hier einmal zurückschalten. Muss ich mir mal angewöhnen, das dann eventuell noch umzugestalten. So, auf geht's, ab geht's. Ja, wir connecten uns auf Watson. UKW 8910 ist unser Callsign in Sydney. Flightplan ist Yankee, Sierra Sierra Yankee. Nach Yankee Serra, ne, Lima Serra, das muss ich selber schauen. Yankee Serra Hotel Lima, das ist unser erster Airport. Alternate Airport ist Brisbane. Departure Time ist 1830. Flight Time 30 Minutes. Fuel Available. Speed ist 170. Cruising Altimeter ist 4000. Today is the 27th of August 21. Skyways is our call sign. Skyways 8910. Wir sind noch nicht. Okay, wir müssen noch mal Dings neu laden. WePilot. Da gab es ein Problemchen. WePilot wollte nicht. So, jetzt aber nochmal. Ah, Flightplan. Flight. So, wir haben schon auch gleich eine Notes bekommen. Good evening, Pilot. There's an exam. Commencing on Dublin, Mr. Sign. Finishing at 2030 Zulu. Please fly in and put Derek to the test. Ask goes for C. Aha. Ein Test ist. Naja, gut. Flight Plan ist committed. Plan filed. Wir sind fertig. Jetzt können wir kurz mal außen schauen. Sind wir denn hier alleine? Ich weiß gar nicht so richtig. Sieht tatsächlich nicht danach so aus. Und dadurch, dass wir relativ fix hier fertig sind, können wir auch schon unseren Motor gleich starten. Machen kurz noch mal einen Check. Und wir starten. Ach, falsch. Wir dürfen ja noch nicht starten. Stopp, stopp, stopp.
Was denn das jetzt hier? Okay, das will nicht. Dann halt auf den herkömmlichen Weg. Das sollte durchaus funktionieren. Wir müssen ganz kurz etwas einstellen. Panda, guten Abend. So, es geht sofort los. Wir haben ein kleines technisches Problem, in dem wir eine Applikation kurz aktivieren müssen. Beziehungsweise, was heißt aktivieren? Wir müssen kurz... Was ist das denn für ein Käse jetzt hier? Das ist jetzt gerade Käse hier. Geht sofort weiter. Ich brauche einen Serial Key, den ich gar nicht gerade habe. Beziehungsweise wo es keinen Serial Key gibt, brauche ich einen. Müssen wir mal kurz in den Bestellverlauf schauen. Da müsste ja der Serial Key, wenn dann, da drin sein. Ist natürlich die Frage, wann hat man das gekauft? Hier, Afroliner, Project. ...2019. Thank you.
Gut, das funktioniert ja schon mal nicht. Was ist das hier für ein Käse, bitte? Okay. Das funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Dann müssen wir auf anderen Wege Kontakt aufnehmen. Wo ist es denn hier? Ach so, ja, wir brauchen die Flugsicherung. In dem Falle. Sydney Boden 121 Bodendienste. Nee, das war falsch. Einstellen auf Freigabe. Ja, sag mal. Okay, das funktioniert auch nicht. What the fuck? Naja, jedenfalls, wir können jetzt starten. Wir können aber kein Pushback machen. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Weil mein Pushback-Tool verlangt einen Serial-Key, den ich gar nicht besitze, weil wir das über einen Third-Party-Anbieter erworben haben und bei dem gab es keine entsprechenden Serial-Keys dabei. Also kann ich dieses Produkt gar nicht hier nutzen, weil es gibt nämlich eine Direktverbindung normalerweise zum Desktop, aber ich muss das mal recherchieren. Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, da. Dann machen wir halt Taxi out. So, engine starting now. Engine start is available. Und es kann losgehen. Flaps one für den Start. Einen wunderschönen guten Abend, Sven. Hallo. Und Taxi Lights on. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Traffic. Yankee Cesare Yankee. Traffic. Taxi to runway 34 left. Wire. So, wir taxeln. Zur 34 links und zwar. Wir taxeln über International Line 5 sind wir übrigens. Dann geht's über geradeaus über Hotel. Hotel Yankee Juliet
Alpha. Dann Taxiway Alpha. Und Alpha 5 ist unser Lineup. Von daher geht's jetzt entsprechend los. Ja, einmal drehen. Die International Line 5 ist hinter mir. Gut, dass wir ein kleines Flugzeug heute sind. Wir standen nämlich hier gerade am internationalen Terminal, am Terminal 33 beziehungsweise, nee, 34 war das, 34 West. Taxi to the runway. 3-4 left ist ein relativ längerer Taxiway, der uns heute bevorsteht. Und wir crossen jetzt dann gleich eine Runway schon mal. Jetzt geht's geradeaus erstmal. Man sieht im Hintergrund diese starke Gewitterband, von dem ich gesprochen habe, was sich hier südlich von Sydney aufbaut und Richtung Melbourne zieht. Crossing Runway 7. Sydney Traffic. Skyways 8910. Crossing Runway 2507. Sydney Traffic. Skyways 8910. Runway located. So, Taxi Wire Yankee. Es geht nach links. Und jetzt geht's auf Juliet. Sind wir bereit schon? Und wir fahren jetzt Juliet bis Alpha 2. Das ist die Kreuzung hier vorne. Bei Alpha 2 geht's dann nach rechts auf den Taxiway Alpha, der uns in den Süden des Flughafens bringt. Haben wir den Traffic inbound. Wir haben zwei Flugzeuge am Boden. Wunderbar. Inbound momentan. Nichts. So, rechts weg. Über die Alpha 2 auf den Taxiway Alpha. Wir rollen jetzt in den Süden. Alpha 5 ist our lineup destination. Im Süden sehen wir den Cargo Hangar. Vielleicht noch ganz kurz zu unserer Departure. Wir starten via die Sydney 2 Radar Departure. Und zwar ist das eine spezielle Departure. Und zwar müssen wir dann mal ganz kurz unser Heading mal eindrehen zur Kontrolle 335. Wir müssen nämlich Runway Heading fliegen. 335. Flight Director ist checked und on. Und zwar Runway 34 left. Initial climb track 335 at 600 or 800 for jets. Turn to assigned heading or track. No right turn below 1500. Expect radar vectors. ECAF clear to Antra, Malta, MISSIT or VLAM NTB C special requirement. Also die Sydney Departure ist erlaubt für Jets, Non-Jets von allen Runways, von allen Runway-Richtungen bis zu 2700 Fuß, 10 nautische Meilen um den Airport herum, muss aber spezielle Anforderungen regeneriert werden. Also es muss ein, auf der Runway 34 muss ein Minimum von 3,3% für Obstacles sein, 6,1% to 2500 to remain in controlled airspace, also requires climb credits, nennt man das. Das ist Alpha 4, die nächste ist es dann.
Sydney Traffic. Skyways 8910. Line up. Runway 34 left via Alpha 5. Departure is the Sydney 2 departure. Out of runway 34 left. 335 degrees. 600 feet. So, line up. Landing lights on, taxi lights off. Runway is checked. And takeoff thrust is set. Sixty, 70, 80, 90 and rotate. Positive climb, gear up. Engaging autopilot. Course 335 is set. Obstacles. Sydney Traffic, Skyways 8910, Airborne, climb flight level 4000 feet. Auf der rechten Seite haben wir nochmal Sydney. Flaps ab. Jo, nochmal ein ganz kurzer Überflug über Sydney ist geplant. Downtown Sydney, Sydney Harbour Bridge, Sydney Opera House. Nochmal ein letzter Blick über die Skyline, beziehungsweise ein Überflug über die Skyline. Heute, an diesem Freitag. Und jetzt geht es in den Süden.
Landing Lights off. So, wie geht es unseren Passagieren eigentlich? Denen scheint es gut zu gehen da hinten. Wir überfliegen den Flughafen. Ja, unser heutiges Ziel ist, beziehungsweise unser erstes Ziel ist Shell Harbor City. Shell Harbor City, genauso bekannt als Illawarra Regional Airport, auch Albion Park Aerodrome genannt oder Wollongong Airport, also es gibt mehrere Bezeichnungen für den Flughafen, ist ein Flughafen hier an der Albion Park Railroad. In New South Wales, in Shell Harbour City und gehört zu den Historical Aircraft Restoration Societies, historische Flugplatz Association für Australien genannt. Hier gibt es die Fluggesellschaft Link Airways, die tägliche Flüge zum Beispiel nach Melbourne, Essendon oder Brisbane anbietet. Wir haben hier zwei Startenlandebahnen mit 1331 Metern und 1819 Metern. Ja, der Flughafen befindet sich ca. 60 Minuten von den südlichen Vororten Sydneys entfernt. Es gibt einen regelmäßigen Zugverkehr, der Albion Park Rail, hier entlang der South Coast Rail Line. Übrigens, wir fliegen gerade über Kingsport Smith Airport. Nur mal so am Rande. Wir überqueren jetzt die Botany Bay. Also das ist hier das Hafen bzw. der parkähnliche Ausbauzustand. Und fliegen jetzt nach Shell Harbour. Ja, einen wunderschönen guten Abend den Zuschauern und willkommen zu unserem Flug heute in Richtung Shell Harbour City. Wir haben gerade Sydney verlassen. Im Hintergrund sieht man es noch. Wir fliegen gerade noch über dem Kingsford Smith International Airport. Wir befinden uns auf 4000 Fuß. Das Wetter ist heute ganz okay. Wir fliegen jetzt Richtung Südwesten, ein Stückchen. Befinden uns aber schon im Süden von Sydney, in Sunderland, beziehungsweise gleich
sind wir da in Sutherland, nicht Sunderland, sondern Sutherland, heißt das Stadtgebiet südlich von Sydney, beziehungsweise ist ja eine eigenständige Stadt, Sutherland hier, direkt vor uns, auf der anderen Seite der Botany Bay. Ja, von Sutherland geht's dann über den Lake Woronora nach Süden, nach Wollongong in den Albion Park. Wir werden über den Lake Lavala fliegen und dann final in Shell Harbor Albion Park landen. Und zwar müssen wir uns dann mal das Wetter anschauen auf dem Flughafen, wie es denn ist. Zwei Starten Landebahn, unser Flughafen in Shell Harbor City. Beziehungsweise das Wetter können wir uns ja schon mal anschauen. Und zwar Yankee Center Hotel Lima. Yankee Center Hotel Lima. Ist doch richtig. Gibt's nicht. Ah, okay. Leichter Regen in Shell Harbor City. Auf dem Shell Harbor Airport. Wolkenuntergrenze liegt da schon bei 3900 Fuß. Also es zieht gerade so das Gewitterchen rein. QNH 2994. Runway 34 for landing. Wind comes from 270 degrees with 13 knots. Wenn wir auf der Runway 34 landen, haben wir einen Gegenwind von 2 Knoten und einen Seitenwind von 12 Knoten. So now, ladies and gentlemen, at the airport, Shell Harbor Airport, have we got the situation of light rain, 10 degrees. The wind comes from 270 with 13 knots. Scheduled clouds of 3900 feet, QNH 2994. That's QNH 1013 at the airport. We are landing on a runway 34. Today, there. 2994 is set, so now we are is checked. Wir fliegen an der Küste entlang. Weil unser Flughafen ist ja hier an der Küste. Wir haben jetzt schon 26 Knoten. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr habt einen schönen Freitag gehabt, eine schöne Woche gehabt. Heute zum Ausspannen. Es ist relativ windig. Es herrscht hier südlich von unserem Flughafen ein starkes Unwetter, was gerade Richtung Melbourne zieht. Vielleicht noch Canberra streift. Man sieht es auch im Vorfeld. Ist relativ schnell unterwegs. Wir hoffen, dass wir es nur am Rande eventuell streifen und nicht komplett mitnehmen. Das wäre natürlich alles andere als vorteilhaft. Beziehungsweise ich muss mich korrigieren. Es zieht nicht nach Süden. Das Unwetter zieht von Süden nach Norden. Ach hey. Also es kommt auch direkt auf uns zu mehr. Und da sind, ja, ich will nicht sagen starke bis äußerst starke Gewitterzellen dabei. Von tieflila bis äußerst gelb, weiß schon dazwischen. Direkt vor uns. Also wir müssen so schnell wie möglich eigentlich in Shell Harbor landen und wieder wegfliegen. In die Region westlich davon. Dann könnten wir Glück haben, dass uns das Gewitter nur streift. Aber direkt vor uns sieht es gar nicht gut aus. Also ich denke mal, bis Shell Harbor sieht es gut aus, aber dann kommt es drauf an,
wie schnell das Gewitter voranzieht. Das wird interessant. Nehmen wir ein bisschen Leistung raus heute. Prozent Leistung momentan. Ja, Shell Harbor City. Oder die Stadt Shell Harbor. Hier in der Region Illawarra in New South Wales. Liegt 100 Kilometer südlich von Sydney. Umfasst die südlichen Vororte des Wollongong-Stadtgebietes um Shell Harbor und hatte bei der letzten Volkszählung eine Einwohnerzahl von fast 70.000. Ja, im Norden grenzt das Gebiet an die Stadt Wollongong. Wobei die Grenze durch den Zugang durch den Lake Illawarra begrenzt ist. Albion Park liegt dann im Süden. Ja, die Illawarra, wie sie ja heißt, ist hier eine Küstenregion. Eingebettet zwischen den Bergen und dem Meer. Liegt sie unmittelbar südlich von Sydney und nördlich der Region Shoalhaven oder South Coast genannt, umfasst die drei Städte Wollongong, Shell Harbour und Stadt Kiama. Wollongong ist mit 240.000 Einwohnern die größte Stadt im Illawarra, dann Shell Harbour mit 70.000 Einwohnern und Kiama mit 10.000 Einwohnern. Diese drei Städte haben ihre eigenen Vororte und befinden sich, wie gesagt, hier in der großen Region Illawarra. Ja, um den Illawarra See herum, kann man sagen, ist die ganze District. Ja, direkt vor uns liegt die Illawarra Steilstufe, die sich hier bis an den Rand des Großraums Sydneys erstreckt und einschließlich des MacArthur Inn. Im Nordwesten in der Region Southern Highlands und im Südwesten die historisch halbländlich, bis jetzt aber noch zunehmend urbanisiert geprägte Region. Die Aborigines gaben den Namen Alabari. Hier sieht man jetzt in dem Sinne das hochgezogene Land, was sich zur Küste abflacht. Die Illawarra Steilstufe. Direkt hier vorne ist Illawarra oberhalb des Wombalas, wo man dann in die Ebene von Illawarra hineinschauen kann. Wir befinden uns momentan nördlich von Wollongong. Direkt sieht man Wollongong hier vorne auf der linken Seite. Das wird knapp.
Ja, wir fliegen hier an der Steilküste bzw. an der Erhebung entlang. Ist ja schon gar nicht mehr allzu weit. Das Wetter wird zusehends ungemütlicher. Ja, unser Destination Shell Harbor. Es gibt GNS-Sektoren für den Anflug. Wieder mal. Wir haben gesagt, wir landen auf der Runway 34. Und zwar ist das quasi die südliche Runway. Das heißt für uns, wir haben den GNS-Sektor Alpha, der uns hineinbringt von einem Kurs von 195 und 215 Grad. Wir sind bei 193 Heading, 192 Inbound. Das passt soweit. Der Approach erfolgt dann über ein RNF Zulu, welchen wir nicht machen. Ja, links sieht man Wollongong. The city of Wollongong with the harbor. Und dem Stahlwerk hier. Stahl- und Kohlewerk. Man sieht auch die Steilhänge hier in der ganzen Region. Auf der linken Seite haben wir die Hafeneinfahrt von Port Kembala und schon den Lake Ilwara. Ja, es ist gar nicht mehr weit. Wir gehen nämlich runter schon mal. Flight Level. Unser kleiner Flughafen, beziehungsweise unser Flughafen direkt voraus. Wir fliegen einmal über den Flughafen drüber weg. Ihr seht, direkt hier vorne ist unser Flughafen in der Bucht im Albion Park am Lake Ilawarra. Da werden wir gleich landen. Runway 34 ist auch schon gesichtet. Ja, damit haben wir unsere erste Destination heute erreicht. Wir schalten den Autopiloten aus und fliegen manuell. So, manual flight.
Das ist hier unser Flughafen. Shelbourne City. Shelbourne Harbor. Runway 34 ist die gegenüberliegende Runway hier von der 16, wo wir gerade drüber fliegen. Speedchecks. Landing flap set. Speed is checked. Gear's not down. It's right. Wir müssen noch kurz ein bisschen geradeaus fliegen. Drehen jetzt dann gleich ein. So, gear down. QNH 2994 is checked. 1000 feet checked. Runway inside. Geht hier ein bisschen steiler runter. Aufgrund der Bäume und des Terrains. Oh, das war eine harte Landung. Da sind wir ganz schön schnell aufgesetzt. Ja, willkommen in Shell Harbor City auf dem entsprechenden Flughafen. Wir verlassen gleich die Runway zur Rechten. Charlie. Shell Harbor City, Wollongong Airport, oder wie auch immer genannt werden will. Ilawana Airport kann man auch dazu sagen. Wir texteln hier vor. Unsere Parking Position ist on the right side. Übrigens, hier steht unser Hubschrauber schon bereit. Hier steht ein Airbus A320. Das ist auch tatsächlich so. Hier auf dem Flughafen von Shell Harbor City ist auch schon mal eine 747-400 gelandet von Qantas. War ein Riesenspektakel, weil die Runway ist eigentlich viel zu kurz für den Flughafen. Aber
Das war damals im Rahmen einer Airshow. Ist die 747 hier gelandet und gestartet. Natürlich nicht voll beladen. War, wie gesagt, ein Riesenspektakel um den Flughafen herum, dass die 47 von Qantas hier einfliegt. War auch gar nicht wohl so einfach wegen des Terrains in der Umgebung. Ja, wir parken direkt jetzt gleich hier und bereiten uns dann sozusagen auf den nächsten Flug vor. Parking Brake is set. Engines off. Welcome to Shell Harbor City. Ja, ganz kurz vielleicht über unseren Flug hier. Den es wieder mal nicht aufgezeichnet hat, hatten wir jetzt eine Landing Rate von, ja, sage und schreibe 215 FPM, also war doch schon ein bisschen härter als gedacht, aber im Großen und Ganzen vollkommen in Ordnung. Ja, das war der erste Flug des Abends heute auf unserer Australia 360 Tour. Der nächste Flug startet in wenigen Minuten. Und zwar müssen wir kurz den Flieger vorbereiten. Es geht jetzt hier von Shell Harbor City nach Goulburn. Stellen wir kurz mal unseren Flugplan um. Sydney kann raus. Wir suchen unsere nächste Destination. Yankee Golf. Golf Lima Bravo ist der Airport. ICAO. Golf Lima Bravo. Goulburn in New South Wales. Enter. 241 nautische Meilen. 241 Grad, 55 nautische Meilen. Auf 2108 Fuß. Ja, das stimmt. Das ist unsere Destination. Wir gehen erstmal wieder auf eine Höhe von 4000 Fuß. Treibstoff müsste reichen. Wir sind bei, ja, 50%. Mal kurz schauen. Es geht ja in die Richtung Canberra. Da ist unser Flughafen. Und das passt auch soweit. Yankee Golf. Lima Bravo is our destination. Die sitzen auf dem Trockenen. Ja, wieso nicht? Wer soll denn, es gibt hier nichts zu trinken bei mir an Bord. Die sollen sich gefälligst ihre eigenen Getränke mitbringen, die Passagiere. Wir sind doch hier nicht bei Rockefeller, ne? Der Flug ist schon so teuer genug. Die sollen gefälligst mal ihre eigenen Getränke mitbringen, die Passagiere. Und dann passt das schon. Ja, der Flug geht jetzt von... what the fuck? Von Yankee Whiskey aus Kalima. Vom Wollongong Airport.
nach Gorburn. Gorburn in der Nähe von Canberra. Wird gleich interessant werden, aufgrund des Wetters. Und ich hoffe mal nicht, dass es jetzt so schlecht wird, wie es gerade aussieht da. Aber wir werden es sehen. Wir können ja nichts machen. Wenn es so ist, dann ist es so. Ja, Lights on. Und auf geht's. Die verrückte Reise. Wir müssen kurz noch den Flugplan ändern, habe ich gerade gesehen. Destination Yankee Center Hotel Lima nach Yankee Golf Lima Bravo. Alternate ist Canberra. Final Flight Plan. Wir haben einen veränderten ICAO-Code schon wieder, beziehungsweise. Gut, passt. Wir können. Können wir starten? Wir können starten. Starting Engine. Starting Engine Number 2. Engine is starting. Starting Engine Number 1. Engine starts and available. So now all fine. Taxi lights on. Parking brake is released and los geht es. Auf nach Gorburn. Flaps 1 set. Wir starten von der Runway. Zero. 26. No. Runway 26. Und zwar hier hinten ist das die. Guten Tag, Kollege. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Der Flieger sah ein bisschen komisch aus. Wo möchte eigentlich der Kollege hin da? Shelbourne City Airport, Skyways 8910. Line up and take off runway 26. So, runway is checked. Runway is clear. Was so schön ist. Geht es los? Ab geht die Luzi. Takeoff Thrust is set. AT 90 and rotate. Positive climb, ja. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink.
Ja, das ist normal hier, aufgrund des Terrains. Many of flight for the first time. Check, flaps up. Engaging autopilot. Landing lights off. Ja, wir sind gestartet auf unserem Flughafen hier in Shell Harbor City. Es geht jetzt hier in Richtung, grobe Richtung Canberra. Aber wir landen noch nicht in Canberra. Wir fliegen nach Goulburn. Ja, Goulburn Airport, Flughafen der allgemeinen Luftfahrt, 7 Kilometer südlich von Goulburn in New South Wales, in den 1990er Jahren entstanden als sekundärer internationaler Flughafen für Sydney damals, wobei hier die Runway nur 1283 Meter maximal lang ist. Der Flughafen liegt auf einer Höhe von 2141 Fuß. Das ist eine Höhe von 653 Metern. Also für australische Verhältnisse liegt der Flughafen relativ hoch. Ja, die primäre Startbahn ist die Runway 0422 mit einer befestigten Oberfläche von 1283 Metern, das sind 4009 Fuß. Ja, mit einem pilotenaktivierten Landebahnbefeuerung mit geringer Intensität ausgestattet. Dann haben wir eine kleine Nebenbahn, die 0826 mit 676 Metern, welche nur für den Tagbetrieb geeignet ist und aus Gras besteht, da sie nicht mit Pistenbefeuerung ausgestattet und unversiegelt quasi ist. Am Flughafen befindet sich kein Kontrollturm und die Piloten müssen Ankünfte und Abflüge mit dem gemeinsamen Verkehrsinformationsfrequenz Callsign 12715 koordinieren, die von einer Flughafenfrequenz Antworteinheit, eine AFRU sozusagen, unterstützt wird, die die Piloten darüber informiert, dass ihre Übertragung auf dem Flughafen empfangen wurden und die jeweilige Frequenz aktiviert ist. Gegebenenfalls können dann eventuell die Beleuchtungssysteme an- und ausgeschaltet werden. Die nächste Funknavigationshilfe für Piloten ist die Goulburn Non-Directional Beacon Installation, die sich innerhalb der Flughafengrenze befindet. Dieses sozusagen NDBI. Ja, Treibstoff steht für Kolben und Turbinen wie Düsenantriebe zur Verfügung und hat der Flughafen hat auch einen automatischen Wetterdienst, einen ABUS, welcher auf der Frequenz 136.3 zu erreichen wäre. Ansonsten ist er bekannt für Skydiver, der Flughafen. Und dieser Flughafen wird auch genutzt für die New South Wales Rural Fire Service Station zum Beladen und Bedanken von Brandbombenflugzeugen. Das hört sich immer extrem an. Ja, wir fliegen jetzt quasi einmal Richtung Südosten. Direkt auf der rechten Seite haben wir den Wine Car Bridge.
Staudamm oder Reservoir in der Nähe von Robertson. Wir sind am Illawarra Highway, der rechts unter uns ist. Fliegen jetzt einmal hier über die Region Budello oder die Barren Crowns in Richtung Exeter and Badenham. Links von uns ist dann der Fitzroy Falls Stausee. Bei der kleinen Siedlung Fitzroy Falls. Ja, unser Flughafen, den können wir gleich mal eingeben. Iki Golf Lima Bravo. Hat wieder sogenannte Sektorenanflüge. Wir sollten vielleicht auch einmal das Wetter checken. Yankee Golf Lima Bravo. Goulburn Airport. Leichter Regen eventuell wieder. Wolkenuntergrenze 5200 Fuß. QNH 30. Gelandet wird auf der Runway 04. Momentan Windstille. Ja, das Städtchen Goulburn selber. Hier in der südlichen Tableland-Landschaft kann man sagen. 195 Kilometer südwestlich von Sydney entfernt und 90 Kilometer nordöstlich von Canberra. Ja, die ist die erste Stadt im Landesinneren von Australien, die durch Patentbriefe von Königin Victoria im Jahre 1863 proklamiert wurde. Einwohnerzahl 24.000. Ja, wie gesagt, historische Stadt, eine der ersten Städte Australiens, beziehungsweise als proklamierte Stadt 1863 entstanden durch Königin Victoria. QNH 30. Das habe ich schon wieder vergessen. Wir landen auf der Runway 04. Runway 04 ist der Sektor. Huhuhu. Ist der Sektor GNS Sektor Bravo. Beziehungsweise wir müssen hier mal eine Minimum eingeben. Welche sehr, sehr hoch ist. Sind die Minimums hier am Airport? Barrel set, checked, enter. 2810 Barrel. Speed checked. Goes a little bit down. Wir befinden uns in der Nähe von Badenham. Es kommt uns ein Flieger entgegen, eine DC-6.
Charakter, das australische Table, Southern Tablelands. Ist ein geografisches Gebiet hier, südwestlich von Sydney und westlich der Great Diving Range. Zeichnet sich aus durch ein hohes Flachland, in der Regel extensiv gerodet und zu Weidezwecken genutzt. Und ist das Gebiet von der australischen Bundeshauptstadt Canberra im Australian Capital Territory leicht zu erreichen. Das Gebiet gehört zu den Southern Highlands und teilt sich den Bezirk mit Southwest Slopes und Capital Country. Ja, die Southern Highlands sind ja auch hier eine Region, die lokal auch als Highlands bezeichnet werden. Ein Bezirk hier in New South Wales, Australien, Südwest, 110 Kilometer südwestlich von Sydney. Die gesamte Region gehört zu dem Gebiet der lokalen Wincaribbee Shire, also gilt auch als Weinbauregion und ist sozusagen durch den Fitzroy Falls National Marten National Park gekennzeichnet und ist sozusagen Australiens Grand Canyon. Hier auf der linken Seite Australiens Grand Canyon. Bekannt auch durch das Kängurutal, Sir Donald Bradman. Ja, unser Flughafen liegt in 20 Kilometern schon wieder vor uns. Wie gesagt, wir fliegen hier auf 2100 Fuß bis 2200 Fuß Höhe liegen wir hier. Also relativ hochgelegenes Terrain. Können auch schon ein wenig runtergehen von der Höhe. Und nehmen ein wenig den Speed heraus und befinden uns dann entsprechend gleich schon wieder im Anflug auf Goulburn Airport. Ja, heute geht es dann noch nach Canberra. Wir werden dann noch einen Rundflug über die Hauptstadt Australiens machen, über den District Canberra. Links sieht man nochmal hier das Nationalparkgebiet, den Grand Canyon Australiens, den Mountain National Park. Ja, der Nationalpark fließt ja hier am Lake Yarrunga entlang. Der Lake Yarrunga quasi hier im Kangaroo Valley ist quasi dafür verantwortlich, dass der Fluss sich oder dass das Tal oder die Berge hier die Kluften so weit hineinragen, hat sich halt wieder Colorado River in den Grand Canyon hineingefressen. In Amerika quasi ist es hier halt auf dieser Ebene.
der linken Seite haben wir eine Goldmine. Gold- und Diamantenmine ist das hier. Unser Flughafen auf der rechten Seite dann. Das sind hier alles Goldgräber-Siedlungs zur entsprechenden Mine. Lights on. Das Städtchen Goulburn liegt hier nochmal 25 Kilometer weiter im Norden. Das ist nicht unser Airport übrigens auf der linken Seite. Das ist der Mercolan Tulawang Regional Airport. Gibt mal gleich ein Terrain Warning. Ja, interessante Flugplätze, Flughäfen hier in Australien. Bis jetzt war vieles dabei. Vom internationalen Großflughafen in Sydney, Brisbane, bis zum kleinen Vorstadtflughafen von Port Macquarie, Goulburn, Shelburne City zum kleinen Aerodrom. Hatten wir jetzt hier in Australien an der Küste auch vieles dabei. Jetzt sind wir im Hinterland ein bisschen. In Goulburn nähern uns dem australischen Capital District mit Canberra als Hauptstadt Australiens. Canberra als Planstadt ja entstanden und hat seinen eigenen Verwaltungsbezirk, seinen eigenen Bundesstaat sozusagen, den Canberra Capital District im Bundesstaat New South Wales gelegen. Ja, unser Flughafen direkt voraus. Runway 04 ist dann von Süden her. Auf der rechten Seite sieht man das kleine Städtchen Goulburn. Goulburn. Ja, Manual Flight.
machen einen kleinen Flug um den Flughafen herum. Goulburn Airport, Skyways 8910 on final runway 04. Runway 22. Dann haben wir die Alternativlandebahn aus Gras bestehend, nicht befestigt, auf der gegenüberliegenden Seite. Speed checked. Flaps 1. Flaps full for landing. Gear down. Es ist relativ großes Brachland hier in der Region um Goulburn. Continue. Wir haben schon die Minimums erreicht. Runway 04 inside. Runway inside, straight ahead. So, landing checklist. Lights on, gear down, flaps full. Landing inhabited. Welcome to Goulburn. So, rechts geht's runter. Wie gesagt, relativ ländlich. Realer Flughafen Scenery hier am Ende des Airports. Unser Parking Position ist hier auf der linken Seite. Wir drehen einmal und stellen uns wieder in Fahrtrichtung der Runway hin. Können einmal kurz die Parking Brake setzen. Machen mal kurz die Lichter aus und Triebwerke aus. Welcome to Goulburn. Ja, das war die Landung in Goulburn. Schauen wir uns ganz kurz den Flug an. Wir sind vorn. Wollongong oder südlich von Wollongong vom Albion Park Airport oder wie auch heißt Shell Harbour Airport, jetzt hier in Richtung Goulburn geflogen, über das Kangaroo Valley und den Merton National Park, quasi den Grand Canyon Australiens, und haben dabei unsere vier Passagiere sicher nach Goulburn gebracht.
auf einem Flughafen, der hier im Hinterland liegt, in der, ja, nicht allzu weit, 90 Kilometer von Canberra entfernt, Region, und auf 2100 Fuß gelegen, wird auch korrekt angezeigt. 2180 Fuß ist der Flughafen und die Region hoch. Wir fliegen jetzt weiter, und zwar geht's jetzt in die Hauptstadt, nach Canberra. Wir werden in Canberra heute auch unseren Abend beenden. Morgen geht's dann weiter. Wir werden einen Rundflug über Canberra, über den Hauptstadtdistrikt machen, weil dieser wieder sehr, sehr sehenswert ist. Kann ich nur empfehlen, bleibt dran und genießt dann mit mir einen kleinen Rundflug über die Hauptstadt Australiens. Und wir bereiten uns jetzt kurz vor, tun hier kurz den Flugplan noch ändern. Morgen geht's dann weiter. Yankee. Sarah Charlie Bravo hat ja Canberra. Canberra International Airport, Capital District. Checked, Enter. 40 nautische Meilen sind es bis dahin, also 90 Kilometer ungefähr. Müssen wir denn tanken? Nö, müssen wir nicht. Wir haben genügend Treibstoff an Bord. Q&H ist set, 4000 Feet ist checked. Und von daher würde ich mal sagen, steht eigentlich einem weiteren Flug bzw. einem Abschlussflug des heutigen Abends nichts mehr im Wege. Wir schauen mal ganz kurz. Wir müssen den Flugplan natürlich auf Watzim auch noch ändern. Dadurch, dass wir ja auf Watzim heute unterwegs sind. Yankee Golf Lima Bravo nach Yankee Sierra Charlie Bravo Alternate Airport ist entsprechend Melbourne wahrscheinlich. Golf Lima Bravo nach Yankee Charlie. Sierra Lima Charlie Bravo, so rum. Nee, Sydney ist Alternate. Yankee Sierra Sierra Yankee. Departure Time ist, wir haben es 1949 UTC. Machen wir 1955 Flight Time, Fuel Available, 4000 Feet. Flight Plan is filed, so now we are ready. And welcome to the last flight to the capital of Australia, to the capital district of Australia. Welcome to the last flight for today to Canberra. Das Wetter wird aber ekelhaft in Canberra. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, es geht jetzt quasi über den Lake George, wahrscheinlich dann in Richtung North Canberra. Wir werden dann quasi unsere Rundreise oder unseren Stadtrundflug im Stadtteil Gangaline beginnen, also im Norden von Canberra. Wir werden dann über Mitchell, North Canberra und South Canberra über die Planstadt hin drüber fliegen, über die Kings Avenue und den Molonglo River Park Richtung South Canberra, Western Creek and Wootton, Tuggerong werden wir wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen, aber wie gesagt, North Canberra, Capitol Hill, über den Capitol Hill werden wir natürlich fliegen, das ist natürlich klar. Und wir sind eigentlich bereit, so dass wir die Triebwerke starten können. Starting Engine Number 2. Engine available. Starting engine number one.
Engine is starting now. We have two good engine starts. Okay. Taxi lights on. Flaps 1 for takeoff set. Und dann kann es eigentlich auch schon wieder losgehen. Ab geht die Reise in Richtung Canberra. Der letzte Flug des heutigen Abends. Parking Brake is released. Goldburn traffic, Skyways 8910, a lineup runway 22 and takeoff. So, wir können nämlich gleich starten hier. Runway 22. Die passt nämlich genau auch von den Windverhältnissen. Runway is checked. Runway is clear. Takeoff thrust is set. Auf geht's. Ab geht's. 80. 90 and rotate. Positive climb, gear up. Ja, Terrain Radar, Terrain Warning ist natürlich klar, dass wir die hier kriegen. Pilot, autopilot is on. Flaps up. Landing lights off. Speed is checked. Hier übrigens ist der Moto Speedway von wie heißt das? Von Goulburn in Springfield. Der Springfield Motorway oder Goulburn Motorway, wie er auch genannt wird. Das geht jetzt einfach Richtung unserer Hauptstadt Canberra. Ja, wie gesagt, unser Ziel Canberra International Airport im Bezirk Majola im australischen Hauptstadtterritorium und der australischen Hauptstadt Canberra gelegen. Ja, der Flughafen befindet sich 8 Kilometer, das sind 5 Meilen in etwa vom Stadtzentrum entfernt, im Bezirk North Canberra und ist der 8. größte Flughafen Australiens. Der Flughafen bietet Direktflüge zu allen Hauptstädten der australischen Bundesstaaten sowie zu vielen regionalen Zentren an der australischen Ostküste. Direkte internationale Verbindungen verkehren zuvor von Canberra nach Sydney, Singapur oder nach Wellington. Flüge nach Katar werden auch über Sydney angeboten. Ja, der Flughafen hat in den letzten Jahren allein fast 3,5 Millionen Passagiere abgefertigt. In den letzten Jahren wurden Sanierungsarbeiten abgeschlossen
Und damit wurde das alte Terminal unterwissen. Der Abriss des alten Terminals quasi vollendet. Und es wird eine neue Anlage gerade gebaut, die jährlich dann 8 Millionen Passagiere abfertigen soll. Der Flughafen dient nicht nur für den Flugverkehr, sondern ist auch eine einzige öffentliche Einrichtung für die allgemeine Luftfahrt im Australian Capital Territory. Ein ehemaliger Stützpunkt der Royal Air Force ebenfalls und Verteidigungseinrichtung von Fairbrain liegt hier innerhalb des Flughafens und unterstützt sogenannte VIP-Flugoperationen der Regierung. Ja, direkt voraus liegt auch der Lake George im Norden von Canberra, im Nordosten von Canberra, welcher quasi die Hauptstadt mit Trinkwasser versorgt. Über den Lake George werden wir in das Gebiet einfliegen. Von Australiens Hauptstadt. Ja, der Flughafen verfügt über zwei Startenlandebahnen. Die 1735 ist 3283 Meter lang und die 1230 1679 Meter lang. Und selbst vielleicht noch ganz kurz zur Hauptstadt Canberras. Gegründet nach der Föderation der Kolonien Australiens als Regierungssitz für die neue Nation, ist Australiens größte Stadt im Landesinneren und die achtgrößte Stadt insgesamt. Ungewöhnlich unter australischen Städten ist es eine vollständige Planstadt. Also die Stadt wurde komplett auf dem Reißbrett geplant damals für die Föderation der Kolonien Australiens, wie es damals hieß. Auf der linken Seite haben wir auch diverse Windkrafträder und so weiter und so fort. Gehen wir ein bisschen vom Speed runter. Eine sehr schöne Stadt, auf jeden Fall. Haben wir denn Traffic überhaupt? Momentan eher nicht. Ich schaue mir gerade mal das Wetter für Canberra an, damit wir dann eventuell auch planen könnten. Canberra International Airport. Leichter Regen eventuell. Windstille. Wolkenuntergrenze 5800 Fuß, QNH 300C. Das können wir schon mal eindrehen. Hat er gemacht. Wir landen auf der Runway 35. Perfekter Gegenwind oder perfekter Wind für die Runway 35 heute. Ja, Flight Time 17 Minuten sind das nur hier von Goulburn in Richtung Canberra. Keine großen Probleme. Wir kommen jetzt über Lake George und Sutton über die Stadtteile Franklin, Mitchell hineingeflogen in die Hauptstadt. Ja, hier am Lake George wird die Hauptstadt unter anderem mit Trinkwasser und Strom versorgt. Auf der rechten Seite haben wir den Gundaroo Airport.
Ja, das Gebiet hier um die Hauptstadt herum wurde bis zu 21.000 Jahre lang von den indigenen Völkern Australiens bewohnt, wobei die Hauptgruppe die Nunganwal-Leute waren. Die europäische Besiedlung begann dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wie die erhaltenen Sehenswürdigkeiten wie die St. John's Anglican Church und das Blunders College belegen, am 1. Januar 1901 wurde die Föderation der australischen Kolonien errichtet. Nach einem langen Streit darüber, ob Sydney oder Melbourne damals die Hauptstadt werden sollte, ist man zu einem Kompromiss gekommen und hat quasi eine neue Hauptstadt berufen, welche im Bundesstaat New South Wales gebaut werden sollte, solange sie mindestens 160 Kilometer von Sydney entfernt war. Die Hauptstadt wurde dann 1913 gegründet und offiziell als Canberra benannt. Ein Entwurf des amerikanischen Architekten Walter Burley Griffin und Marion Mahoney Griffin wurde nach einem internationalen Designerwettbewerb dann ausgewählt und der Baubeginn erfolgte 1913, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der Plan der Griffins enthielt damals geometrische Motive und wurde auf Achsen zentriert. Die auf bedeutende topografische Sehenswürdigkeiten wie die Black Mountains, Mount Ashland, Capitol Hill und der City Hall alle zueinander ausgerichtet sind. Canberras bergige Lage macht es zur einzigen australischen Festlandstadt, in der im Winter schneebedeckte Berge zu sehen sind, obwohl Schnee in der Stadt selbst selten ist, eigentlich. Ja, wir haben die andere Seite des Sees erreicht. Nähern uns sozusagen mit großen Schritten unseres letzten Ziels heute, Canberra. Ungefähr 27 Kilometer sind es noch. Man sieht auch sehr schön die topografische Lage, so in einem kleinen Tal und ringsherum die hohen Berge. Man glaubt es immer gar nicht, aber das Hinterland von Australien ist sehr gebirgig und sehr hoch. Also wir reden hier von 1500 bis 2000 Meter Höhe, obwohl es relativ flach ein Vorkommen. Aber das ist gar nicht der Fall, weil es relativ flach ansteigt und dann aber wirklich extrem lang sich zieht. Deswegen ist das eine optische Täuschung fürs menschliche Auge. Jetzt hier um Canberra sieht man es dann schon besser, wenn man so in die Ferne blickt. Da hat man relativ hohe Berge, aber man lässt sich täuschen. Man ist auch in Canberra relativ hoch gelegen auf dem Flughafen. Wir reden hier zum Beispiel von einer Höhe von 1874 Fuß allein rund um den Flughafen. Ja, Runway 35 ist ja our approaching. Wir haben hier ein Minimum. Das können wir vielleicht noch ganz kurz einstellen. Ein bisschen niedriger als in Goulburn, dadurch, dass Canberra so ein bisschen im Tal liegt hier. Aber wir liegen allein bei Canberra Missed Approach 2070. Enter. So, auf geht's in die Hauptstadt. Sogar für einen ILS-Anflug wären wir eigentlich jetzt schon viel zu niedrig. Die Berge um in Canberra sind allein 3475, 3700, 4500 Fuß allein hoch. Ja, mal gucken, wir fliegen. Wie fliegen wir denn ein? Wir müssen, um
über Mitchell und North Canberra einzufliegen, müssen wir ein Stückchen nach rechts auf jeden Fall. Weil momentan fliegen wir zu sehr in Richtung Flughafen. Und das ist zu südöstlich gelegen. Deswegen machen wir jetzt mal eine komplette Drehung hier. Ja, das schlechte Wetter ist schon zum Glück ein bisschen vorbeigezogen am Flughafen. Man sieht es hier auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Das ist diese Gewitterfront, die jetzt gerade Richtung Sydney und die Bezirke in der Tasmanian Sea, also Brisbane wahrscheinlich, hinauszieht. Hätte ich gedacht, dass sie Canberra eher streifen, aber ist tatsächlich nicht der Fall. Ja, über den Flughafen geht es dann später. Wir sind jetzt erstmal hier im Norden von Canberra, im Gebiet von Mitchell. Wir sind gerade über den Federal Highway gefahren. Stadtgebiet von Mitchell auf der linken Seite. Das ist hier das Gebiet um den Vorort Mitchell und Franklin. Wir drehen ab nach Süden, kommen dann über North Canberra, über die über den Federal Highway, Dixon in das erste Triangle City Gebiet, die Northburn Avenue. Es geht dann über den Mololongo River und die Commonwealth Avenue in Richtung Capitol Hill and Capitol Parks, werden dann über Kingston, Forshaw, Brisbane Avenue in Richtung Chirumba Wetland National Reservoir fliegen, auch schön. Wir fahren mal. Um das Ganze abzudaten, müssen wir das Ganze natürlich manuell machen. So, jetzt haben wir hier die Northern Federal Avenue direkt voraus, unter uns. Northern Canberra voraus. Auf der rechten Seite ist der Aussichtsturm von Canberra. Kriegen wir jetzt Traffic? Ah, ne. Ich dachte schon. Federal Avenue. Ab geht's in Richtung Parks Avenue and the City genannt. Die Black Hills auf der rechten Seite. Wir werden mal ein bisschen runtergehen. Man sieht sehr schön, Canberra ist eine sehr, sehr grüne Stadt. Das ist hier North Canberra. Jetzt über die Canberra Avenue Bridge
and the Commonwealth Bridge in den Regierungsbezirk Capitol Hill genannt, wo wir uns jetzt befinden. Das Parlamentsgebäude, die Regierungsorganisation von Australien befinden sich hier. Direkt voraus der Capitol Hill. Mit der Flagge Australiens. Ja, das war der Capitol Hill. Brisbane Avenue. Und wir fliegen noch mal Richtung Kings Avenue. In Richtung Flughafen. Wir werden einen kleinen Flug über den Flughafen machen. Wir fliegen dann nochmal zurück nach South Canberra. Ja, das ist der Flughafen mit seinen zwei Stabenlandebahnen. Das internationale Terminal direkt hier unten. Auf der rechten Seite hat man das Regierungsterminal. General Aviation Center. Jo, wir fliegen noch mal zurück in die Hauptstadt. Wir müssen sowieso dann eine etwas größere Runde drehen für den Anflug. Deswegen geht es nochmal jetzt hier über North Canberra und den Daneman Prospect und die Black Mountains oder den Black Mountain. Es ist ja der Black Mountain mit dem Aussichtsturm. Vielleicht noch ganz interessant hier unten auf der linken Seite. Das ist der Campbell District. Wo die Flagge ist, ist die Fairbairn Avenue. Und der sogenannte Australian Anzac also der Anzac Park. Ist auch die sogenannte Anzac Bridge. Man sieht wirklich hier schön diese geraden Straßen, die hier angelegt wurden. Unter uns die Limestone Avenue und die Parks und der Parksway. Jetzt sind wir wieder am Commonwealth Avenue.
ja, Australien ja einer der Verfechter des Commonwealths, sozusagen. Die Queen ist ja immer noch Staatsoberhaupt. Die Black Mountains oder der Black Mountain mit seinem Aussichtsturm hier. Wie gesagt, im Winter kann hier auch gerne mal Schnee liegen hier oben. Das geht sehr, sehr schnell. Von den Black Mountains schaute man auf die rechte Seite nach Mercury and Belconnen. Wir fliegen aber jetzt Richtung Süden, Western Creek, grobe Richtung, über die Tangerang Parkway, die sich direkt unter uns befindet. Von der Tangerang Parkway biegen wir dann links ab in die Carter Road. Die Carter Road wird uns in den State Circle bringen. Zum Capitol Hill. Vom Capitol Hill werden wir dann über South Canberra in Richtung Canberra Avenue fliegen. Von der Canberra Avenue werden wir dann Final Runway 35 auf den Flughafen nehmen und sicher landen. So, das ist der Park Tungurung Park Highway. Jetzt geht's gleich links weg an der Cotter Road. Diese befindet sich hier links unter uns. Geht jetzt nach links weg. Wir folgen mit der Cotter Road und der Cray Street in Richtung Capitol Hill. Geht nämlich gerade weg hier. Nochmal in den Regierungsbezirk von Canberra. So, willkommen auf der Adelaide Avenue, die direkt zum Capitol Hill führt. Und um den Capitol Hill führt ja die Static Circle Avenue. Ja, wir müssen dann die Rechtskurve nehmen und die erste Ausfahrt rechts ist die Canberra Route. Da befinden wir uns dann schon in South Canberra. Direkt voraus nochmal hier der Capitol Hill. Wir biegen rechts ab. Und die erste Ausfahrt, die erste größere Ausfahrt auf der rechten Seite, und zwar genau diese hier, ist die Canberra Route. Ja, wir werden gleich landen am Flughafen. Flaps 1. Canberra Traffic. Skyways 8910 on final runway 35. So, landing lights on.
Flaps vor. Gear down. Runway 3-5 inside. Minimums, continue. Ja, willkommen, Canberra. Willkommen auf dem Flughafen der australischen Hauptstadt. Flaps ab. Wir stellen uns. Stellen wir uns denn hin? Hier auf die rechte Seite. Gut, wir sind angekommen. Parking Brake ist set. Und Engines off. Ja, also willkommen in der Hauptstadt. Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, heute bei dem Flug dabei zu sein. War ein wunderschöner Abend. Morgen geht's weiter. Auf jeden Fall vielen Dank. Wir werden jetzt noch mal eine kurze Wiederholung machen von der Landung. Willkommen in Canberra. Ja, ladies and gentlemen, now welcome to Australia's capital, Canberra. I hope you enjoy it today. Our flights here from Sydney to Gollumbine. Shalbarta City
and Canberra. When you like, we're starting tomorrow evening, also with some flights here in Australia on our tour, the Australia 360 tour. So now, today we are finishing with a replay, so now enjoy it and see you tomorrow. Ja, für heute war es das schon und wir sagen auf Wiedersehen. Einen schönen Abend euch noch und wir verabschieden uns für heute mit einem kleinen Replay von der Landung. Hoffe, ihr seid morgen wieder damit dabei, wenn es heißt, dass wir in Richtung Melbourne dann weiterfliegen. Und ansonsten, für heute gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Das Replay geht sofort los und für mich heißt es vielen Dank und auf Wiedersehen.